Die oberfränkische Stadt Wallenfels im Landkreis Kronach macht das vor, was viele Orte in Oberfranken versuchen. Sie wollen dem demografischen Wandel entgegenwirken und ihren Ortskern wiederbeleben. Und damit ihre Ideen auch viele Nachahmer findet, haben die Verantwortlichen zu einem Seminar eingeladen über Strategien für eine Ortskernbelebung im Zeichen des Strukturwandels. Im Rahmen der IFH intern auf der Nürnberg-Messe fand nun erstmalig eine Tagung speziell für Bayerns kommunale Entscheider statt. Die Resonanz groß. Rund 170 Gäste, darunter zahlreiche Bürgermeister und Behördenchefs, fanden den Weg nach Nürnberg. Vorgestellt wurden neue Konzepte des Zusammenlebens, des Wohnens und Arbeitens. Ein intensiver Ideenaustausch, wie dem demografischen Wandel bestmöglich entgegengewirkt werden kann. Wir haben mit dieser Veranstaltung in der Tat einen Nerv getroffen. Und wir sehen jetzt auch, wie dankbar unsere Gäste sind, dass wir uns dieses Themas annehmen. Wir werden das natürlich weiter in der Zeitung begleiten. Und wir werden das natürlich auch, wir haben verschiedene Möglichkeiten über Facebook, Internet, Twitter, das nutzen wir alles und da kommunizieren die auch alle. Und wir sind auch dabei, dieses Netzwerk stärker auszubauen. Stark ausgebaut werden auch die neuen Konzepte des Zusammenlebens. Überall in Bayern gibt es bereits Initiativen, die den Strukturwandel positiv aufnehmen und neue Ideen umsetzen. Erkennbar am Beispiel Wallenfels. Hier wird den negativen Auswirkungen von Digitalisierung und Globalisierung bereits erfolgreich entgegengewirkt, um wieder Leben in die Innenstadt zu bringen. Zwar stehen auch hier noch viele Gebäude leer, aber es tut sich wieder was im Ortskern. Wallenfels läuft im Augenblick die Stadtsanierung und unser Hauptziel ist bei dieser Stadtsanierung, dass wir den Ortskern wiederbeleben. Und da geht es vor allem um den Marktplatz. Der Marktplatz war früher mal Kommunikationspunkt, ein wirklicher Marktplatz. Im Laufe der letzten Jahre hat er diese Funktion leider verloren. Von den 8 Gebäuden rund um den Marktplatz stehen mittlerweile 5 leer. Und wir haben jetzt die ganz, ganz große Chance, diesen Marktplatz mit Mitteln aus der Städtebauförderung wieder zu beleben. Um weiterhin erfolgreich der demografischen Entwicklung entgegentreten zu können, bedarf es jedoch noch einigen Verbesserungen. Beispielsweise der rechtlichen Instrumente, die den Gemeinden zur Verfügung stehen. Ein Thema, mit dem sich Matthias Simon in seinem Vortrag intensiv befasste. Wir müssen den Grundstückseigentümern Vorteile einräumen, wir müssen den Gemeinden Vorteile einräumen, wir müssen die Fördersysteme so ausgestalten, dass sie sich auf den Ortskern konzentrieren. Da passiert schon sehr, sehr viel. Der Freistaat Bayern konzentriert sich darauf. Das Heimatministerium hat sich mit dem Thema Ortskerne auseinandergesetzt. Und für gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land ist es wichtig, dass wir einfach vitale Ortskerne haben. Bei der Neugestaltung der Ortsmitte in Wallenfels übernimmt die Städtebauförderung 80% der Kosten. Damit sei laut Bürgermeister Krohn die Umgestaltung auch für das kleine Städtchen in Oberfranken zu stemmen. Bei einer Planungswerkstatt hatten auch die Bürger Gelegenheit, ihre Ideen mit einfließen zu lassen. Ein Konzept, das auf viel Anklang während des Thementages stieß und so mancher Gemeinde sicherlich als Vorbild dient. Ja, zu diesem Thema begrüße ich ganz herzlich bei mir im Studio Dr. Hans Reichert. Er ist Staatssekretär im Heimatministerium. Herzlich willkommen. Herr Reichert, wir haben das Heimatministerium gerade schon gehört. Es wurde angesprochen, als es um die Ortskerne ging. Wie wichtig sind für unsere Dörfer, für unsere kleinen Städte diese Ortskerne? Es ist ganz essentiell. Es ist der Zentrum unserer Ortschaften. Da, wo eigentlich das Leben spielt, wo man auch sagt, das ist der Ort, wo man zusammenkommt. Wir können uns von vielen, vielen Treffpunkten treffen, aber die Ortskerne sind im Endeffekt der Ort, wo man sagt, ja, da kann ich wirklich zusammenkommen, da kann Gemeindeleben stattfinden. Das ist ja das, was wir wollen, dass wir nicht nur Mauern schaffen, sondern dass wir wirklich alles mit Leben füllen und deswegen sind sie essentiell. Aber Fakt ist ja, dass diese Dörfer und Städte, so ist es richtig im Plural, Probleme haben, sich aktiv zu beteiligen bzw. auch ein bisschen attraktiver werden wollen und müssen. Wie können Sie da Unterstützung leisten? Und zunächst mal gibt es einen ganzen Blumenstrauß an Möglichkeiten. Wir haben über die Städtebauförderung jetzt bislang über 5 Milliarden Euro allein in die Sanierung von Ortskernen reingesteckt. Und wenn man ein bisschen sieht, wenn man mit offenen Augen dann durch die Gemeinden fährt, dann sieht man auch dort, wo die Kommunalpolitik sich dieses Themas annimmt, dann stehen wir als Partner zur Seite, als Freistaat Bayern und sagen, ja, wir helfen euch mit Planungsmitteln, wir helfen euch auch in der Planung selbst und auch mit vielen Fördermitteln. Dann, ich glaube, Wallenfels ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, was man machen kann, wenn man es wirklich anpackt. Und dann können natürlich auch die Bürger dazu. Wir können die tollsten Konzepte haben, aber wenn die Eigentümer nicht sagen, ja, wir machen mit, auch wir gestalten, wir richten unsere Häuser her, wir sind bereit, auch vielleicht mal grundstückstechnisch was zu machen, wo man was tauschen kann, weil man Platz braucht und dergleichen. Am Schluss muss
alles passen. Das müssen die Bürger mitmachen, die Kommunalpolitik muss dabei sein. Und wir als Freistaat stehen Gewehr bei Fuß, dass wir auch mitmachen können. Wie kommen Sie denn mit Ihrem Programm oder mit Ihren Angeboten an bei den Bürgerinnen und Bürgern oder auch bei den Gemeinden? Also werden Sie mit offenen Ohren und Händen empfangen oder sagen viele, nee, braucht man eigentlich nicht? Nee, klar, es ist... Ich glaube, das ist eines der Megathemen, die gerade auf uns zukommen. Dass, die Frage, wie bringe ich Leben wieder zurück in die Ortskerne, nicht nur in Wohngebieten außenrum, sondern wie schaffe ich es, innerorts was zu gestalten. Und da ist eine sehr, sehr große Nachfrage der nach Konzepten, nach Vorstellungen, nach Fördermitteln auch. Und da kommt gerade eine Bewegung auf, die wirklich gut tut und die, glaube ich, auch Bayern insgesamt gut tut. Mhm. Neben der Tatsache, dass die Gemeinden natürlich diese Fördermittel, also Gelder brauchen, was sind noch so die großen Hürden, wo Sie sagen, das ist natürlich für so eine kleinere Gemeinde manchmal auch schwer zu stemmen. Nun, zunächst mal ist wichtig, dass wir alle Leute zusammenbringen, dass man auch sagt, ja komm, ich bin bereit, auch wie gesagt, bei mir zu investieren, denn wir können öffentliche Gebäude herrichten, wir können sagen, wir machen einen tollen Platz, aber wenn ich 3, 4, 5 Häuser habe, die vor sich hin verfallen oder wo dort was, wo kein Leben hast in den Häusern, dann wird es wirklich schwierig und deswegen müssen auch wirklich die Eigentümer mitspielen und mit dem steht es uns fällt, dass wir wirklich sagen, ja, es ist jeder bereit, dort mitzumachen. Jeder ist bereit, seinen Beitrag zu leisten. Das betrifft jeden, auch finanziell. Mhm. Und ich glaube, an dem das ist so der Knackpunkt der ganzen Sache. Wo sehen Sie die Zukunft unserer Gemeinden und Städte? Kommen wir wieder dahin, dass wir mehr einen Ortskern haben, wo sich das Leben auch abspielt, wo wir vielleicht auch weg von diesen ganzen Großstädten kommen, sondern dass die kleineren Städte wieder mehr besucht und auch mehr belebt sind? Ja, auf jeden Fall. Wir erleben ja gerade schon auch eine Rückbesinnung auf das Leben, ich sag mal, auf dem Land. Wir reden sehr, sehr viel von gleichwertigen Lebensverhältnissen und davon, wie schaffe ich es überall, das zu gewährleisten. Und es bemüht sich ja jeder über Breitband, über alle Möglichkeiten, was zu machen. Und wenn ich dann jetzt allein in meinem Freundeskreis anschaue, da ist gerade, wenn ich kleine Kinder habe, wenn ich in Familiengründung gehe, also die Zahl der Leute, die dann sagt, ich komme vom Land und ich möchte dann in die Stadt ziehen, ist eigentlich relativ gering, sondern es läuft genau andersrum und das ist eigentlich schön und deswegen kriegen wir eine Renaissance des ländlichen Lebens und was ich wirklich toll finde. Wir sprechen gleich noch weiter. Herr Dr. Reichert, es gibt diesen schönen Spruch, wer nicht wirbt, der stirbt. Das gilt schon immer für den Einzelhandel, der muss sich ja ständig gegen mächtige Konkurrenz behaupten, riesige Shopping-Malls dann auf der großen Wiese oder auch virtuelle Läden. Auch damit haben die kleinen Gemeinden und Städte zu kämpfen. Inzwischen gibt es allerdings auch eine Plattform, die mit ausgeklügelten Apps die bayerischen Innenstädte wieder beleben will. citypoints.de heißt das bayerische Start-up, das Kunden auf virtuellen Wegen in ganz normale Geschäfte bringen will. Schwellenangst war gestern. Mit der App von CityPoints können Kunden sich in einem Restaurant oder in einem Geschäft schon umschauen, bevor sie es überhaupt betreten haben. Die 360-Grad-Funktion macht das möglich. CityPoints ist eine virtuelle Plattform, auf der sich Gewerbe in mittlerweile 4 bayerischen Städten präsentiert. Dort werden die Unternehmen sogar gefunden, ohne dass der Kunde explizit nach ihnen sucht. Wenn ich jetzt überlege, ich kann nach gut bürgerlich essen, gucken und jemand, der noch mitkommt, möchte Fisch essen. Wir möchten aber mit unseren E-Bikes dahin fahren, suchen also eine E-Bike-Tankstelle. Kinderspielplatz wäre nicht schlecht und eine Sonnenterrasse wäre natürlich auch toll. Wenn ich das in die Suchoptionen eingebe, dann wirft es mir 4, 5 Ergebnisse hier im Pfaffenhofen raus, auf die wäre ich gar nicht gekommen. Im Vorfeld. Mit innovativen Video-Visitenkarten stellen sich die einzelnen Geschäfte in der App vor. Ihre Kunden gewinnen damit auch einen guten Eindruck von der Unternehmensphilosophie. Gerade für neue Geschäfte am Ort hat sich die App bewährt. Nicht zuletzt dank der aufschlussreichen Imagefilme, die viele der Selbstständigen bei der Arbeit zeigen. Diese Filme haben wir dann auf Facebook veröffentlicht und ich habe es auf meiner Webseite veröffentlicht. Und da kann man dann durch diese Möglichkeiten der modernen Nachverfolgung der Klicks, kann man natürlich direkt nachvollziehen, ob das interessant ist für die Kunden oder ob sich jemand das angeklickt hat und dann infolgedessen auch direkt angerufen hat. Diese Möglichkeiten bieten ja die neuen Medien an. Das Team von CityPoints sorgt dafür, dass die Plattform nicht brach liegt. Denn gerade digitales Marketing will gepflegt sein. Regelmäßige Aktionen der einzelnen Läden werden über Social-Media-Kanäle bekannt gemacht. Dieser Service unterscheidet CityPoints von anderen Plattformen. Die müssen die Gewerbetreibenden oft selbst betreuen. Auf dieser Plattform erleben die Kunden, wie vielfältig das Angebot in ihrer eigenen Stadt ist. Auch das unterscheidet CityPoints von anderen Plattformen. Neue Wege zum Erfolg. Das ist die Philosophie dieses bayerischen Start-ups.
So, die Gründerin ist jetzt da bei mir im Studio. Wir haben sie auch gerade ganz kurz rechts im Bild, habe ich sie gesehen, eine Frau Julia Menzel. Herr, herzlich willkommen. Ja, wenn Sie Ihr Produkt so anschauen, wie zufrieden sind Sie damit? Es macht mich sehr stolz, ja, und es fühlt sich sehr gut an, dass das Baby jetzt auch mal ein Gesicht bekommt, dass auch darüber gesprochen wird. Und wir müssen feststellen, seit 4, 5 Monaten ist es auch in den Köpfen der Leute verankert und wir spüren wirklich Zuspruch. Wie viel Arbeit, wie viele Jahre Arbeit stecken in diesem Baby? Also die Vorarbeit, bevor wir gegründet haben, waren 1,5 Jahre. Mhm. Und wir haben vor 2 Jahren im Frühjahr gegründet. Also wir hatten jetzt erst 2-jähriges und es ist ein Vollzeitjob. Also mein Mann und ich sind da 7 Tage die Woche quasi, teilweise bis in die Nacht am Denken, Weiterentwickeln und auch am Zuhören, was ist, wird noch gebraucht, was funktioniert gut und da auch eben ständig am Arbeiten. Was funktioniert denn gut und was funktioniert gar nicht? Also was gut funktioniert und das hat sich eben rausgestellt, war wichtig für unsere Kunden, dass wir den Kundenservice in massiver Weise ausgebaut haben. Das heißt, bei uns pflegt der Kunde nicht selber seine Daten ein. Die haben die Möglichkeit, lebendig uns Angebote zu schicken. Wir haben alle Kanäle geöffnet. Es gibt Kunden, die schreiben mir per WhatsApp. Es gibt Kunden, die schreiben mir per Facebook Messenger. Manche rufen an und manche sagen auch, komm schnell vorbei, kannst du ein paar Fotos machen? Wir haben eine tolle Idee. Und andere Kunden sagen auch, ach, ich habe gar keine Idee, kannst du mir helfen? Und wir übernehmen das und meine Mitarbeiterin und wir pflegen das sowohl in die App als auch in die Social-Media-Kanäle ein. Wie refinanziert sich dieser? Es ist ein Einkaufsführer, es ist ein Kulturführer, es ist ein Startführer, es ist ja irgendwie alles in einem. Genau, wir wollen für alle da sein, also sowohl für Vereine, auch regionale Erzeuger, als auch Einzelhändler und Dienstleister. Und es finanziert sich durch einen kleinen Monatsbeitrag, den diejenigen, die sich bei uns eintragen wollen, bezahlen. Aber hier gäbe es doch auch Geld vielleicht, oder? Wir schauen, dass wir dort in vielfältiger Weise was machen. Wir haben verschiedene Marktplätze jetzt gefördert, das Wirtschaftsministerium, die dort Möglichkeiten geschaffen haben, wo wir gesagt haben, ja, kauf lokal, so als Konkurrent auch gegen die großen Online-Händler. Und wir sind in der Beratung sehr, sehr stark, auch was die Dorfläden anbelangt, was auch unsere eigenen Bankeninstitute anbelangt. Und das ist einfach so der Punkt, wo wir schauen, dass wir eine große Vielfalt auch mit Beratungsleistungen, mit sonstigen Fördermöglichkeiten unterstützen. Und ich glaube, am Schluss muss jeder lokal schauen, was ist das beste Konzept für mich, was kann ich am besten machen, weil keine Gemeinde, keine Stadt ist gleich, sondern da muss ein Gefühl dafür da sein, ja, was kann passieren. Und wir tun da unser Bestes, um einfach die Innenortskerne dort zu beleben und zu sagen, ja, wir bringen die Leute auch in die Wirtschaft, in die Geschäfte rein, denn ansonsten stirbt alles aus. Also das, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, unterstützen Sie, aber ja. Geld gibt es also von staatlicher Seite nicht, ist vielleicht auch gar nicht gewünscht. Auch natürlich ist Geld immer gut, ne? Weil so eine App entwickelt sich nicht von alleine und ist relativ teuer. Aktuell haben wir alles selber finanziert. Also wir tragen das auch auf eigenes privates Risiko, weil wir einfach auch daran glauben und es ist wichtig. Wir glauben auch, dass wir Alleinstellungsmerkmale geschaffen haben im Vergleich zu anderen Anbietern und haben uns für bestimmte Sachen massiv entschieden, wie den Kundenservice, aber auch zum Beispiel gegen Shopsysteme. Wie wird denn Ihre Pionierleistung, wenn ich die mal so nennen darf, unterstützt oder angenommen von den Gemeinden und Rathäusern? Also es gibt Städte, da findet keinerlei Unterstützung statt. Ja, da muss man selber, die haben oft eigene Systeme oder es wird nicht wahrgenommen, wie wichtig es ist, digital sichtbar zu sein für den Einzelhändler. Viele Systeme sind darauf ausgelegt, dass es ein Shopping-Angebot ist, wo wir gesagt haben, wollen wir auf gar keinen Fall. Und ja, dann heißt es einfach nur ran an die Buletten, raus, aufklären, viel Werbung machen. Wir machen in vielen Orten auch Werbung im Kino, gehen auf die Straße, verkaufsoffene Sonntage sind wir aktiv und klären auf. Aber das würde doch, Entschuldigung, Dr. Reichert, gerade kleineren Städten oder Gemeinden, die das bräuchten, würde doch sowas wie City Points total helfen. Klar, auf jeden Warum Fall. Verwehrt also, man sich da? In wir verwehren uns da gar nicht. Ich habe das Projekt jetzt gerade eben zum ersten Mal kennengelernt. Ich kenne bei mir in der Heimatstadt in Günzburg was Ähnliches, wo auch die Händler sich zusammengeschlossen haben, wo es auch staatliche Förderung dafür gab. Und wie gesagt, ich habe es jetzt gerade wirklich als spannendes Projekt empfunden, wo ich mir auch nochmal anschauen werde. Und es ist eine tolle Geschichte, wo man einfach als lokaler Marktplatz was zusammen macht. Und wenn es jetzt schon kostendeckend arbeitet, beziehungsweise man sagen kann, ja, man kann schon was machen, dann sieht man auch, dass wirklich ein Bedarf da ist, auch ein wirtschaftlicher Bedarf da ist, dass so ein Projekt unabhängig von welchen Fördermitteln auch immer existieren kann. Und das ist eigentlich toll. Mhm. Warum gibt es keine Angebote für Online-Shops oder auch Lieferservices zum Beispiel in der Stadt? Also wir haben gesagt, viele unserer Kunden sind sehr klein. Mhm. Ja, und wir wollen auch nur in den mittelgroßen kleinen Städten bleiben und haben dann auch den kleinen Friseur, den kleinen Handwerker, einen Imker oder auch jemand, der zum Beispiel Dekorationsartikel hat. Der hat nicht
die Zeit und auch auf das Know-how nicht, so einen Shop zu pflegen. Also sie müssten praktisch die Sachen einstellen, verschicken, gegebenenfalls reklamieren und auch noch im Warnsystem verwalten. Und ich sage immer, wenn ein Produkt im Netz ist, ist es vergleichbar. So, jetzt habe ich automatisch den Kampf mit den großen, billiger.de, Amazon, wir kennen sie alle, die machen mir dann Konkurrenz. Mhm. Und ich weiß nicht, ob vielen bewusst ist, 70% aller Käufe sind Spontankäufe. Ja, und wenn ich jetzt jemanden im Laden habe und ich kaufe ein paar Schuhe, wie oft kaufe ich noch eine Bürste oder kaufe noch Schnürsenkel oder meine Einlage? Und all diese Kaufentscheidungen fallen dann weg und fehlen dem Einzelhändler. Mhm. Oder tatsächlich, wenn man durch die Stadt geht oder überhaupt in der Stadt ist, erstmal was sieht durch das, man ist visuell angeregt, es zu kaufen, obwohl man es natürlich für 5 Pfennig nicht braucht. Aber gut, so geht es ja, so geht's ja irgendwie jedem. Sie haben gerade, welche Städte betreuen Sie? Also wenn ich das mal also betreuen sagen darf, welche Städte haben Sie schon in Ihrem Portfolio? Also unser Kernstück, und es wird auch immer unser Juwel in der Mitte sein, wo wir auch neue Dinge ausprobieren, ist Pfaffenhofen an Ilm. Da sind wir gestartet. Dann sind wir schon nach Freising gegangen, haben eben auch Schrobenhausen-Eichach in Arbeit und gehen jetzt dann in Kürze nach Regensburg. In Arbeit klingt so, wie wenn es harte Arbeit ist. Mit den Behörden ist es nicht so einfach. Das ist ja klar. Nein, aber es ist ja, ich glaube, allein die Leute davon zu überzeugen, zu sagen, komm, mach mit, präsentiere dich im Netz, auch für eine Wirtschaft oder dergleichen, zu sagen, komm, ich hinterfrage ich mal selber, was ist denn mein Alleinstellungsmerkmal? Das bedeutet schon auch was, und das dann auch zu pflegen. Also ich finde es, wie gesagt, wirklich ein tolles Projekt, was auch, glaube ich, eine große Zukunft hat, weil man selber ja oft sucht, was kannst du machen. Wo sehen Sie Entwicklungsbedarf noch? Ach, wir würden gerne noch mehr in das Thema Videomarketing gehen. Also das kann man alles mit der App verknüpfen. Man kann auch in der App 360-Grad-Rundgänge machen. Wir werden dann auch das Thema, als viel oft gewünscht wird, dass man auch mal Produkte zeigt. Wir werden auch Produkte 360 Grad anbieten. Da ist natürlich noch Potenzial da. Da bräuchte man noch ein bisschen mehr Equipment, und auch das Know-how steigt ja ständig. Und die Suchfunktionen würden wir gerne noch Richtung Zielgruppen ein bisschen optimieren. Wunderbar, dann wünsche ich Ihnen in der Hinsicht schon mal viel Erfolg. Wir sprechen gleich weiter, möchten uns aber noch mit einem Thema beschäftigen, und zwar dem Thema lebendige Nachbarschaft. Vor diesem Problem steht auch die Marktgemeinde Perlesreuth, also um die Nachbarschaft lebendig zu halten. Aber bei der Planung eines neuen Lebensraums mit Wohnen und Leben geht diese Gemeinde einen ganz anderen Weg. Ein bislang einmaliges Pilotprojekt lässt Anwohner, potenzielle Zuzügler, Gemeinde und verschiedene Architekturbüros gemeinsam überlegen und auch gemeinsam planen. Neuer Wohnraum muss her. Doch welche Form braucht die Gemeinde? Mit dieser Frage beschäftigt sich derzeit die Marktgemeinde Perlesreuth bei Freyung Grafenau. Auch hier steigt der Bedarf. Aber alternative Wohnquartiere abseits der klassischen Einfamilienhäuser fehlen. Deshalb will man in Perlesreuth entgegen der marktüblichen Modelle, also mit Bauträgern und überregionalen Investoren, ein Projekt wagen. Das bedeutet, vor der Planung und dem Bau potenzielle Nutzer, Anlieger und alle weiteren Interessierten befragen. Wenn uns das gelingt, haben wir auch schon Kontakte geschlossen mit den Genossenschaftsbanken, speziell der Raiffeisenbank Passau Nord und der Raiffeisenbank am Goldenen Steig, die uns hier aktiv begleiten. Und unser Ansinnen ist es, eine Art Bürgerbaugenossenschaft zu gründen, wovon ein bürgergetragenes Wohnprojekt entsteht. Auf dem etwa 8000 Quadratmeter großen Areal am östlichen Ortseingang soll das Wohnbauprojekt nach neuesten Erkenntnissen entstehen. Eine Siedlung, in der sich alt und jung genauso wohlfühlen wie Singles, Alleinerziehende und Familien. Eben ein harmonisches Miteinander und kein Nebeneinander. Es soll deutlich werden, dass Wohnen mehr ist als nur Wohnen, so Eibel. Gemeint ist damit, die Wohnanlagen sollen nicht nur als anonyme Übernachtungsmöglichkeit genutzt werden, sondern als lebendiger Ort der Freizeit und Begegnung. Dass alt und jung miteinander sich ergänzen. Und ich glaube, wir haben hier gute Ansätze, die wir da verwirklichen können. Dass wir hier Angebote schaffen, dass wir alle Bedürfnisse, die aktuell gefordert sind, im Bereich Wohnen abdecken können damit. Insgesamt 4-mal will man sich für neues Wohnen in Perlesreuth treffen. Begleitet von einer stets geöffneten Ausstellung mit Beispielen. Dabei sollen die verschiedenen Architekturbüros die unterschiedlichsten Wünsche aufnehmen und zusammenfügen. Wohnbau betrifft ja im Prinzip immer das Privateste des Menschen, also wirklich die eigene Umgebung, das, wo man sich ganz persönlich wohlfühlt. Und natürlich sind da sehr viele ganz unterschiedliche, spezifische Zugänge. Unsere Aufgabe, und das ist sehr herausfordernd natürlich, ist da genau die Synergien und die gemeinsamen Dinge herauszukitzeln. Wie stellt man sich am Land oder hier in Perlesreuth wirklich das Wohnen der Zukunft auch vor? Das ist einfach wirklich, da wird jeder ganz persönlich Ideen und ganz viele Anregungen haben, wie das stattfindet.
und von diesem persönlichen Zugang vielleicht auch rückschließen können, was heißt, wenn jeder jetzt den gleichen Wunsch hat wie ich, was heißt das eigentlich dann für Perlesreuth? Also das sind alles so Dinge, die wir versuchen in dem Prozess jetzt anzuregen und dadurch dann auf ein Vorzeigeprojekt der Sondergleichen eben auch zu kommen. Der Abschluss findet am 18. Mai statt. Nach einem Rückblick auf den Prozess werden die Entwürfe der Architekturbüros präsentiert und ein Ausblick auf den weiteren Prozess gegeben. Ziel ist es jedenfalls, die Nutzung von Räumen zu optimieren und Leerstand in weiterer Folge zu verhindern. Um somit eine lebendige Nachbarschaft zu bekommen. Herr Dr. Reichert, was zeichnet für Sie eine lebendige Nachbarschaft aus? Dass man einfach miteinander redet, ins Gespräch kommt und auch Orte hat, an denen man sich begegnen kann. Und ich glaube, das Schönste, was eigentlich Lebendigkeit auszahlt, ist, wenn einfach Kinder miteinander spielen und die Eltern daneben stehen, miteinander reden können, Platz haben, sich hinzusetzen. Ich glaube, das ist das Wesentliche. Und einfach Räume haben, wo man sich treffen kann. Da entsteht jetzt so ein neues Wohnviertel, wo jeder so mitmachen darf und seine Ideen einbringen kann. So Angst vor zu viele Köche verderben den Brei gibt es da nicht? Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, je mehr Konzepte da sind, je mehr Ideen da sind, von dem lebt doch sowas. Und das ist auch das Tolle, dass möglichst alle mitreden und nicht von oben irgendwas aufgelegt wird. Nun braucht ihr ja so ein neues Wohnviertel auch ein Stück weit eine Identität, so ein Heimatgefühl, was entstehen muss, eben durch das, was Herr Dr. Reichert auch sagt, dass die Kinder eben auf den Straßen spielen und dass man sich dass man nebeneinander wohnt und den anderen kennt und sich grüßt. Kann man so ein Identitätsgefühl eines neuen Wohnbereichs oder Wohn- und Lebensbereiches auch online irgendwie unterstützen? Also was wir natürlich haben, sind zum Beispiel auch Sachen, die jetzt kein Geld bringen, sind in der App zu finden, wie Spielplätze. Und ich kann sagen, ich bin hier und teile das, ja, und kann somit jemand einladen und digital zu sagen, ich möchte analog mit dir Kontakt haben. Und ich glaube auch, es ist wichtig, dass eben die Leute erfahren, dass man, ich jetzt privat Honig herstelle, auch zu uns kommen kann und sage, hier, ich stelle das her oder ich mache ein Fest. Ja, wir haben ein Dorffest und wir haben heute einen Ostermarkt oder Maibaum wird bei uns aufgestellt. Und das gibt's. Kann man bei uns alles eintragen lassen, muss man nur anrufen, machen wir natürlich. Also ich glaube, dass hier heute was Großes zusammengekommen ist. Dr. Reichert seit drei Wochen ganz frisch der Staatssekretär im Heimatministerium zum ersten Mal auf citypoints.de gestoßen. Also da besteht noch Redebedarf und ich denke, dass da das ein oder andere Gute für uns bei rauskommen kann. Herzlichen Dank für den Besuch bei uns im Studio. Wir machen eine ganz kurze Pause, sind gleich wieder zurück hier bei TV Bayern Live. Bleiben Sie bei uns.